Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Byzanz. Und die Frage ist jetzt, ob wir heute versuchen, uns noch hier ein Stückchen von Serbien zu holen und ob wir es heute vielleicht schaffen, tatsächlich Albanien zu bekommen. Also so momentan sieht es halt aus, ne, auf einem, die sind verbündet mit Zypern und Siena, ne. Ja, aber insgesamt ansonsten ist es eher eine schwache Sache für uns. Also ich würde mal sagen, vielleicht lassen wir es erstmal einfach noch so, ne. Die haben ja keine weiteren Kernansprüche und so, ne, das sind alles nur reguläre Ansprüche. Da müssen wir mal gucken und dann vielleicht schaffen wir es hier, den Thron zu beanspruchen. Also da lasse ich mal einiges noch auf mich zukommen. Wir können in eine Idee investieren, aber ich glaube, ich hole mir die Tags auf jeden Fall. Wir haben noch weitere Missionen. Eine Mission haben wir im letzten Part wieder abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal anfangen, auch demnächst zu konvertieren. Ihr seht, das kostet auch alles einen Haufen Geld. Wir haben einen Missionar, der da sicherlich sinnvoll ist, der auch nochmal zusätzliche Administrativpunkte bringt. Wir müssen aber auch noch unsere Darlehen abbezahlen, also das ist auch nochmal eine Sache. Ja, und dann können wir auch noch hier den Triumph an den Küsten Kleinasiens aktivieren. Da scheint es keinerlei Trigger oder sowas zu geben. Dadurch bekommen wir nochmal Armeetradition und Prestige. Das finde ich insgesamt ganz gut, aber Armeetradition haben wir ja momentan auch genug. Wir könnten die Gelegenheit mal nutzen, um uns dann auch zu diesem Zeitpunkt vielleicht den einen oder anderen General mal zu würfeln. Jetzt erstmal werden wir koren. So, das machen wir mal definitiv. Tja, ne, ist echt eine gute Frage. Ja, diese PU mit Aragon und Neapel, ne? Das ist eine knifflige Hausnummer. Also ich würde echt sagen, dass wir uns wirklich erstmal noch auf den Osten des Reiches konzentrieren. Das Problem ist halt, es sind keine Provinzen, die uns da wirklich große Boni bringen, ne? Die könnten wir, glaube ich, auch niemals irgendwie diplomatisieren, die Walachei, ne? Ach ja, genau, Polen ist unsere Rivale. Wir können auch ein... Polen ist nicht unsere Rivale. Siehste mal. Wir können auch die Mamelucken rivalisieren, aber das ist mir gerade ein bisschen zu tough. Wir wählen jetzt mal Polen aus. Grund ist halt, Polen ist auch ein Rivale von Moskau. Und Polen ist ein Rivale von Österreich. Und wir könnten jetzt... Wir könnten natürlich noch einen Krieg gegen Polen erklären, das werden wir aber erstmal nicht machen. Wir sollten bei unseren Jungs hier, sagen wir gerade, sind da nur interessante Bündnispartner dabei, momentan nicht, ne? Pass auf den einen, lässt man bei den Verbündeten noch irgendwie rumhampeln. Trapezunt ist echt auch hier groß geworden, witzige Sache. Schamme ist auch groß geworden. Bessern wir mal die Beziehungen mit denen ein bisschen. Jetzt nicht, dass wir es dringend bräuchten. Ja, weg. So, jetzt ist unser neuer Herrscher hier am Drücker. Komm du mal gerade aus Serbien zurück. So, und jetzt könnte ich hier den Thron beanspruchen. Und jetzt pokern wir einfach mal ein bisschen.
Und wir müssten mal gleich schauen, wo sich nochmal eine Staatsehe für uns anbietet. Hier auf jeden Fall mal nicht, ne? Ja, Albanien gibt uns keine Handelsmacht mehr, aber das ist ja auch irgendwo verständlich. So, und hier haben wir jetzt Bruch der Waffenruhe. Wir haben eine Staatsehe und Kriegsmüdigkeit. Okay, gut. Und der Thronanspruch, ne, den könnte man dann, den könnten wir eben halt versuchen, dann hier Albanien in eine PU zu zwingen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Naja. Geheimdienstaktionen bitte. Spionagenetzwerk aufbauen. Finanzielle Mittel geht so momentan, ne? Also, ich würde eigentlich auch hier drauf bauen, zu sagen, wir bilden mal so ein kleines finanzielles Polster. Achäer und Mazedonien und Bürger gewinnen Loyalität. Serbien hat Albanien den Krieg erklärt. Sie erklären Eroberung als Kriegsgrund. Das wäre jetzt für mich wiederum so eine Sache zu sagen. Dann erkläre ich doch Serbien den Krieg. Weil. Also ganz so schlimm wollte ich sie jetzt auch nicht im Stich lassen, ne? Hier, ihr trefft euch mal wieder gerade in Mazedonien. Also, das gehört den Bürgern, ne? Das ist jetzt auch nicht so wild. Und dann haben wir noch Achäa. Das gehört ja auch den Bürgern, ne? Also, da kann man ein bisschen Autonomie durchsetzen. Ist jetzt nicht der ganz große Abbruch. Anführer rein, aber nimm bitte den hier mit den zusätzlichen Belagerungspunkten mit. Nach Epirus. Ja, die sind schon hier. Okay, du kommst aus der Walachei zurück. Stehen. So, und jetzt können wir direkt mal hier sagen, Krieg erklären. Die Walachei würde mitmachen. Ich guck mal gerade, mit wem ist Bosnien verbündet? Mit Serbien und Polen. Da habe ich jetzt aber nicht so den großen. Wir kämen halt in einen Krieg mit, wir kämen halt, wenn Bosnien noch Polen mit reinruft. Hier haben wir einen Krieg mit Polen. Wie mächtig ist Polen denn? 41.000 insgesamt. 19, 29, 30, 40, 43. Also, wer Athen noch dabei haben. Mecklenburg ist mit Polen alliiert. Das ist ja irgendwie schon witzlos, ne? Also ich sag mal so, weil, ne, so direkt angreifen, das ist ja insofern Quatsch, weil da ist noch England mit dabei, ne? Dann hat man hier direkt zwei Großmächte mit drin. Ich habe aber auch momentan so kein akutes Interesse, Polen anzugreifen. Ach guck mal, die integrieren gerade Moldawien. Da muss ich mal gerade hier in meiner Kaffeetasse rühren.
Die haben so viele Rekrutenreserven. Und wenn wir die angreifen, dann sind die sofort mit ihrem, dann haben die so, dann pumpen die sofort sich bis aufs Truppenlimit auf, ne? Das ist auf jeden Fall zu viel. Aber weißt du was? Die Walachei nehmen wir noch mit in den Krieg hier. Das macht es ein bisschen einfacher. Der Lump. Werfen wir erstmal die bosnische Armee hier nieder. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. So, und die Armee wird auch noch mit hier rüberziehen. Der Witz ist ja hier, dass wir Verteidiger sind. Serbien ist ja ein Rivale, ne? Okay, cool. Oh cool, wir haben die serbische Armee vernichtet. So. Ganz schön viele Festungen sehe ich hier gerade. Das ist schon krass, ne? Aber warte mal, die lässt du mir mal da stehen, die Armee. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir gleich noch seine Flotte hier weghämmern. Ja, du stellst mir sicher, jetzt haben wir noch da einen drauf. Okay, gut, dann haben wir da unsere Flotte komplett weggemacht. Das ist gut. Da komme ich noch hin, da komme ich über Umwege hin. Bitte hier rum. Ich möchte gerne ja einfach nur hier alles claimen, damit Albanien sich da gleich keine Provinzen holen kann. Denn den Krieg hier, den werden wir wohl ziemlich eindeutig gewinnen. So, Moskau möchte jetzt gerne den Rest von Novgorod aufessen. Hat Militärzugang, hihi. Ja, aber dann sind wir da auch mal bald fertig. Ja, dieser Minus 56 Modifikator mit der Grundsteuer. Es ist einfach zu heftig.
Vertrauen minus 40, naja. Im Bündnisfall hätten wir die sogar noch hier, hätten wir sogar noch Vertrauen boosten können vorher, aber das ist ja unsinnig, ne? Also, ja, der könnte sich theoretisch Bosnien, Teile von Bosnien holen. Dann pflanzen wir uns mal gerade auf die Hauptstadt. Ah ja. So, da sind unsere Kernprovinzen. Koren wir das mal. Momentan zahlen wir da noch mehr Unterhalt, als wir rausbekommen. Aber das wird sich ja bald ändern. Sobald die Provinzen nicht mehr so schrecklich verwüstet sind. Und dann haben wir noch hier die Schwarzmeerregion. Das dauert auch noch einen kleinen Moment, bis sich das noch mehr für uns lohnt. Ui, Jungs. So, dann zeig mir nochmal gerade an, was wir da noch so machen können. Lauf mal rüber. So, Portugal hat jetzt auch Tunesien den Krieg erklärt. Stillstand mit Kirchenstadt und Venedig ist zu Ende. Ah. Der hat sich hier der Armee angeschlossen. Okay. Teilen wir die Truppen noch ein bisschen auf. Schnelles Klaus verliert 10 Loyalität. Verliert 10 patriarchische Autorität. Das geht leider nicht. Ja. Hohoho. Leute, ey. Wir können hier konvertieren. Uff, was bringt uns das denn momentan? Plus 1 Missionarsstärke. Ist eigentlich ziemlich nice. Aber solange wir noch hier unseren Inflationsberater haben, ist das echt ganz brauchbar. Inspirierende Anführung, Moral der Armee plus 5. Ja, wir müssen noch irgendwo... Der muss jetzt noch irgendwie werfen, ne? Walachei, Bayern und Dingeling. Okay, versuchen wir noch in der Walachei unseren einen Spross auf den Thron zu kriegen. Draculese, jetzt mal blöd gesprochen. Mit unserer Basilissa hätten wir, obwohl die einen Regentschaftsrat übernommen hat, hätten wir dann einen Thronanspruch auf die Walachei zum Beispiel geltend machen können. Das wäre ja interessant, ne? Das wäre ja interessant. So. Jetzt erstmal meine Frage. Serbien. Könnte ich tatsächlich sogar vasalisieren? Ja. Könnte ich vasalisieren? Könnte ich vasalisieren? Bosnien kann ich nicht vasalisieren, weil die kein entsprechender Kriegsgegner sind.
Es ist aber hier eine Überlegung wert, ob wir nicht sagen, komm, wir holen uns hier Durazzo und Dalmatien. Weil das sind ja wichtige Provinzen, ne? Und die bringen uns nochmal näher hier, die bringen uns nochmal näher hier an den Apennin ran, ne? Hier, das sind die Gebiete. Und das sind ja dann auch hier die nächsten Ansprüche, ne? Also da sollten wir vielleicht wirklich auch sagen. Also Skopje müssen wir auf jeden Fall nehmen, ne? Das gehört zu dieser Mission, damit wir hier dann die Ansprüche bekommen. Das Kosovo könnte man noch mitnehmen aufgrund der Goldvorräte. Und hier könnten wir sagen. Ach nee, warte mal, die hält ja Albanien. Das ist das Ding, ne? Okay. Und Albanien hat einen 7,6 War Score. Ja. Schiebe mich mal hier hin. Wir plündern dann noch ein bisschen. Bosnien muss man auch irgendwo seine Flotte eigentlich haben, ne? Kann natürlich sein, dass Albanien sich jetzt denkt, hey, weißt du was, ich hole mir hier nur Dalmatien und ja. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Okay, ne, pass auf, dann machen wir jetzt schon mal den Separatfrieden mit dir. Kriegsreparation machen wir bitte. Okay, das machst du nicht. Dann lass du die Kriegsreparationen weg. Okay, gut, dann warten wir noch einen Moment. Also, das war ehrlich. Irgendwo nur eine Flotte rumschleichen. Wo sind die denn? Ich sag's euch, die sind, die haben das gemacht, was Marvin empfiehlt. Nimm Idecker Ideen und lauf, so nach dem Motto, ne? Okay, pass auf, du brauchst. Oder warte mal. Ja. Schascha hier unten, okay. Riazan mit Moskau verbündet, so interesting. Ja, dann pass auf, dann fahr nach Byzanz zurück. Und Flotte finanzieren wir jetzt nicht.
2 Jahre geht der Waffenstillstand. Ah, er hat einen Frieden gemacht, sehe ich gerade. Na, warte mal, lauf du hier hin, du hier hin. Hahaha, ha, ha, wir haben unseren Thronanspruch verloren. Jetzt gerade. Das ist unsere Dynastie, ne? Naja, ist erstmal okay. Wir können ihn ja trotzdem angreifen, ne? Aber dieses Spiel ist so gemein. Zwei Jahre bevor ich hätte angreifen können, ne? Okay. Dann kannst du mal aus Serbien zurückkommen. Und klar, jetzt hätte ich auch gerne die Kriegsreparation, ne? Ah ne, warte mal kurz, Moment. Mach mal Angebot entfernen. So, das bitte. Und die Kohle. Österreich hat einen dauerhaften Anspruch. Dies ist noch gut. Dies ist noch gut. I don't like these news. Bring me some other news. Ich muss so warten, bis meine Truppen wieder da sind. Athen läuft da immer noch mit mir mit. Okay. Also dann bei Serbien. Hätte ich das dann gerne so? Ne. Wenn das Kosovo weglässt. Oh, Alter. Okay, wenn du Seta weglässt und wir nehmen nur... Was ist hier denn los? Okay. Gut. Wo kommen die? Saruhanische Nationalisten. In Saruhan. Hier drüben, echt jetzt? Okay, dann lauf mal hier hin nach Karachi und wir... Ist die Tech hier so teuer? Ach so, Tech Malus für Institutionen, Verbreitung, ganz klar. Ja, das ist echt ätzend.
Oh, wir können, Moskau für uns beanspruchen. Aber der wirft nochmal, keine Sorge. Der kriegt nochmal ein Kindlein. So, und dann hoffen wir mal, dass die Kurs hier schnell abgeschlossen sind. Und dann holen wir uns ein paar Provinzen von Albanien. Und ob das alles gut gehen wird, sehen wir im nächsten Part. Bis dann, sehr, macht's gut. Und in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.